Am Abend fahren wir noch zur Kapelle Sainte-Anne de la Grève in Saint-Baudry. Stammt der Bau aus dem Jahre 1684 und war einst ein Wallfahrtsort. Entlang des Deiches sehen wir den Ozean und in der Ferne Mont-Saint-Michel. Ist hier gleich ein kleiner Campingplatz, stehen Menschen verteilt, teils am Wasser, in der Ferne der Untergang der Sonne. Lassen wir den Moment auf uns wirken.